So, mein Name ist Morf und ich wurde um etwas gebeten, und zwar mal meine Loadouts zu zeigen. Das will ich dann auch gleich machen. Aha, wenn das hier vernünftig geladen hat. Ja, fangen wir mit dem Scout an. Das hier ist mein normales Loadout, was ich auf dem Public Server benutze, als auch mein Loadout, das ich für 6 gegen 6 benutze. Da gibt es die normale Scattergun, die normale Pistole. Das sind sowieso die einzigen Sachen, die man da in 6 gegen 6 benutzen kann. Und als Melee-Waffe den Boston Basher. Der wurde ne neu in 6 gegen 6 eingeführt. Der bringt Gegner zum Bluten. Allerdings, wenn man verfehlt, bringt man sich selber zum Bluten. Das macht in etwa 60 Schaden. Vorteil der Waffe ist, wenn man sich selber trifft, man kann mit dem Medic einen Jüber aufbauen, denn als Verwundeter gibt man dem Medic mehr Prozente, als wenn man eh schon voller HP hat. Und man kann mit diesem Boston Basher tatsächlich auch Sprünge ausführen, indem man genau in dem Moment, in dem man springt, sich selber Damage gibt, fliegt man um einiges höher. Weiß nicht, 4 oder 5 Mal so hoch, wie wenn man normal gesprungen wäre. Das zweite, was ich da habe, ist das gleiche, nur mit dem normalen Schläger. Das benutze ich aber so gut wie nie. Das dritte ist mehr so das Troll-Loadout, normale Scattergun. Die Flying Guillotine, das ist ein Messer, Fleischermesser, das man werfen kann. Oder Fleischerbeil. Und den Sandman. Und das Besondere an dieser Kombination ist, wie vielleicht einige wissen, der Sandman, mit dem kann man einen Ball werfen. Wenn der Ball einen Gegner trifft, wird der ja in seiner Kampffähigkeit eingeschränkt. Er wird langsamer, er kann nicht mehr schießen. Und solange das der Fall ist, macht das hier garantierte Crits. Das ist ziemlich viel Schaden. Der Ball macht so um die 15. Die Guillotine macht dann 150 plus ein Bluteffekt. Das geht schnell an die 200. Also alles bis zum Demoman Pyro kriegt man damit sehr schnell klein. Ein Soldier wahrscheinlich auch noch. Beim Heavy würde ich aufpassen. Das vierte, das weiß ich gerade gar nicht. Ach, das ist noch ganz alt. Da habe ich auch noch nicht meine neue tolle Frisur drin. Ja, das ist nur mit der Force of Nature. Die Force of Nature hat nur 2 Schuss, schießt dafür mehr Pellets, schießt auch schneller und hat einen Knockback auf den Gegner als auch auf sich selbst, wenn man gerade in einem Sprung drin ist. Und dadurch kann man auch erhöhte Gebiete erreichen. Benutze ich aber eigentlich nie. Eigentlich benutze ich wirklich nur das hier. Dann zum Soldier. Beim Soldier habe ich 3 Loadouts, die ich wirklich benutze, und das vierte, das ist so zum Rundrollen. Das erste, das ist mein Public oder Pocket Loadout. Pocket bedeutet im 6 gegen 6. Man bleibt beim Medic und beschützt den. Da habe ich dann ja mehr oder weniger normalen Raketenwerfer. Das ist jetzt der Original, der hat aber dieselben Stats wie der normale Raketenwerfer, außer dass die Rakete etwas oder komplett zentriert aus dem Lauf, also praktisch schon aus dem Fadenkreuz herauskommt. Dann die ganz normale Shotgun und den Escape Plan, der macht einen schneller, wenn man verwundet ist. Zweites ist nicht viel anders, das ist mein Roamer Loadout, das ist auch in 6 gegen 6, es gibt immer 2 Soldier oder meistens, und der Roamer ist dafür zuständig, die Flanken zu bewachen und den gegnerischen Medic anzuspringen. Dafür habe ich statt der Shotgun dann einfach die Gunboats, dadurch kriege ich weniger Schaden, wenn ich Rocket Jumps mache. Das dritte ist vor allen Dingen für King of the Hill Maps in Highlander. Da habe ich dann auch Raketenwerfer, Shotgun und The Disciplinary Action. Der macht Teammates und sich selber schneller, wenn man sie mit dieser Melee-Waffe trifft. Dafür macht sie weniger Schaden. Ist aber ganz praktisch, um als Erste beim Punkt anzukommen. Und das vierte, das ist der Rocket Jumper, der macht keinen Schaden, dafür kann man halt auch damit springen, ohne sich selber Schaden zu machen. Die Mantrids, die verringern den Knockback, den man von gegnerischen Waffen kriegt, um 75%, und wenn man auf jemanden draufhält,
kriegt man selber keinen Fallschaden, aber der Gegner kriegt den dreifachen Fallschaden, den man erlitten hätte. Und das dritte, die Melee-Waffe, ist der Marke Gardener. Der macht garantierte Crits, während man Rocket jumpt. So, dann zum Pyro. Fange ich mal bei A an. Einen Moment bitte. So, ja. Das ist das defensive Highlander Loadout, also 9 gegen 9. Mit dem Degreaser zum schnelleren Waffenwechseln. Der Flare Gun, da könnte man auch wahlweise die Shotgun reinsetzen. Das ist mehr so eine Präferenzsache. Und dem Homewrecker, um Sapper von Gebäuden loszuwerden, falls der Engineer mal tot ist oder woanders. Das zweite ist mein 6 gegen 6 Loadout. Da sind nämlich keine anderen Waffen für den Pyro erlaubt. Das heißt, ich habe wirklich nur Flammenwerfer, Shotgun und die Feueraxt. Das dritte ist mein Pub-Server Loadout bzw. offensiver Pyro. Auch wieder mit dem Degreaser zum schnellen Wechseln, Flare Gun und dem Extinguisher zum Critten von brennenden Gegnern. Einen Moment nochmal. Und das vierte, das ist wieder nur so zum Rumspielen. Da habe ich einfach nur den Flammenwerfer und die Axt durch die entsprechenden Pyroland Pendants ersetzt. Die haben also praktisch die gleichen Statistiken. So, dann zum Demoman. Das erste ist einfach nur der komplett ganz normale Demoman. Der ist auch so ziemlich der effektivste Demoman. Das zweite ist das Ganze mit dem Sticky Jumper. Der ist so wie der Rocket Jumper, macht also keinen Schaden, aber man kann damit auch springen, ohne Schaden zu kriegen. Und dem Ula-Pool Caber, den ich hier Ula-Hua Akbar genannt habe, super lustig, habe ich mir auch irgendwo geklaut. Der macht etwa beim ersten Schlag auf den Gegner etwa, muss ich mal überlegen, ich glaube 190 Schaden. Danach allerdings nur 30 Schaden und beim ersten Schlag nimmt man sich selber 100 HP ab. Ist also eine relative Kamikaze-Waffe. Das dritte ist dann der Demonite, nur ein bisschen verändert. Da habe ich einmal den Bootlegger für 25 mehr HP und doppelte Kontrollierbarkeit, während ich charge. Den Splendid Screen zum Chargen, der Vorteil beim Splendid Screen ist vor allen Dingen, dass der, egal wie weit man gecharged hat, immer mehr Impact Damage machen wird als, wie heißt der andere, das Charge in Charge. Damit kriegt man auch große Klassen sehr schnell tot. Und als drittes den Islander, damit hat man 25 weniger HP am Anfang. Für jeden Kill, den man macht, kriegt man allerdings 15 HP dazu und ein bisschen Geschwindigkeit, was viermal stackt. Danach ist man etwa so schnell wie ein Scout und hat, ich habe jetzt gar nicht so viel Lust zu rechnen, weil ich auch noch den Bootlegger dabei habe. Ich glaube 230. Habe ich jetzt richtig gesagt, sind 60 drauf. 225, Entschuldigung. 235. Ich komme heute mit Mathe nicht zurecht. Ich bin auch schon den ganzen Tag etwas eingeschränkt, was meine Denkfähigkeit angeht. Und ich habe hier vergessen, die Hüte zu wechseln. Das vierte, das ist nur für Publics gedacht. Das ist dann der Loch'n Load. Der hat nur zwei Schuss. Der explodiert nur, wenn er einen Gegner trifft, macht dann allerdings mehr Schaden und die Projektile bewegen sich auch schneller. Das Charge and Charge, um vor allen Dingen bei dem Loadout jetzt um Feuer- und Explosivschaden abzuwenden. Und dann wieder den Ula-Pool Caber. Beim Heavy? Ja, nee, Moment, das stimmt nicht. Das ist meine. Beim Heavy habe ich die normale Minigun, das Sandwich zum Heilen vor allen Dingen von Medics und die Gloves of Running Urgently, um schneller an die Frontlinien zu kommen. Als zweites, das ist das 6 gegen 6 Loadout, das ist praktisch ganz normal. Das dritte ist so ein Troll-Loadout, womit ich gerne mal auf Server gehe und dann eigentlich größtenteils hier mit arbeite. Holiday Punch, wenn man jemanden mit Crits oder von hinten trifft, führt der Gegner einen Taunt durch. Also der fängt dann an zu lachen, was mehr oder weniger ein Taunt ist und ist währenddessen so gut wie wehrlos. Der Brass Beast ist langsamer, fängt langsamer an zu schießen, macht den Heavy unglaublich langsam, macht aber mehr Schaden. Ist mehr so ein, ich benutze es eigentlich nicht wirklich ernstzunehmend. Und das vierte ist eigentlich nix. Also
Das benutze ich nicht, das ist irgendwie frei geblieben, da habe ich noch nichts zugefunden. Engineer. Engineer, erstes Loadout mit sonst normal, sonst mit dem Wrangler, um die Sentry zu kontrollieren. Das zweite ist das gleiche, nur mit der Pistole. Das dritte ist mit Mini-Sentries und dem Wrangler und das vierte ist mit Mini-Sentries und der Pistole. Also das hier ist meistens der defensive Engineer und das hier ist meist der offensive Engineer. Die anderen beiden benutze ich nicht wirklich. Medic. Medic mit, das ist auch das 6 gegen 6 Loadout, mit dem Crossbow, der Verbündete auf große Distanzen heilen kann. Mit der normalen Medigun und der Übersaw, die einem 25% übergibt, wenn man jemanden trifft. Das zweite ist das gleiche, nur mit der Critscreak. Das dritte ist das erste nur mit der normalen Syringe Gun. Und das vierte ist ja wieder Troll Loadout mit dem Quick Fix, der eigentlich auch keine ernstzunehmende Alternative zur Medigun ist. Mit dem man aber schön mit Soldiers und Demos und so rumspringen kann. Und dem Amputator, der eigentlich. Ja, der ist eigentlich ein direktes Upgrade zur normalen Säge. Der hat ja keinen Negativeffekt. Der heilt alle Verbündeten im Umkreis, wenn man taunted. Wird aber so gut wie nie benutzt. Ich muss dran denken, alles wieder auf A zu schalten, habe ich daran gedacht. Okay. Sniper. Das hier ist mein Highlander Loadout oder auch das für Public Server. Normale Sniper Rifle, nur mit ein bisschen Gebimse dran. Dann Jurati zum Debuffen von Gegnern und um sich selber von Flammen zu löschen. Und den Bushwhacker, um, ja, wenn man jemanden Jurati hat, dann auch garantiert Crits an den zu machen. Auf Public Servern benutze ich hier meinen einzigen Unusual, den ich habe. Mit Purple Confetti-Effekt. Für offizielle Spiele benutze ich den nicht, weil der ist zu auffällig. Wenn man dann im Schatten steht, dann wird man sehr schnell aufgrund dieses Effektes gesehen. Da benutze ich dann hier den Master's Yellow Belt. Das zweite ist mein 6 gegen 6 Loadout. Da ist Jurati und Bushwhacker nämlich nicht erlaubt. Da habe ich dann stattdessen das normale SMG und die Frying Pan. Da hätte ich aber genauso gut das Kukri nehmen können. Die sind nicht unterschiedlich. Das dritte ist wie das erste, nur dass ich hier noch die Magna habe. Die feuert Tracer, das heißt, man kann die Schüsse durch die Luft sehen. Und die kann nicht schießen, wenn man nicht gescoped ist. Die macht allerdings, wenn sie voll aufgeladen ist, 15% mehr Schaden und die Projektile durchschlagen Gegner. Und ich glaube, das geht sogar unendlich weit. Wir haben uns irgendwann mal auf den Server gestellt, das Video habe ich auch noch irgendwo auf YouTube. Und irgendwie 10 Leute hintereinander gestellt und die Mechina ist durch jeden durchgekommen. So, und das vierte ist wieder so ein Troll-Loadout, das ich nie benutze, weil mit dem Huntsman kann ich nicht umgehen. Der Cozy Camper ist sowieso nicht so toll. Der macht einen deutlich, deutlich langsamer, 80% langsamer, wenn man scoped ist oder mit dem Huntsman den Pfeil zurückzieht. Das einzige Positive, was ich mir wirklich wünschen würde, was irgendwie besser angebracht wäre, weil ich kann dieses Flinching nicht leiden. Man flincht nicht. Das heißt, wenn man getroffen wird, dann geht das Fadenkreuz nicht nach oben. Dadurch verfehle ich nämlich einige meiner Schüsse. Und Knockback ist dann auch um 20% reduziert. Das heißt, man fliegt nicht so leicht weg, wenn man getroffen wird. Und man regeneriert ein HP pro Sekunde. Ja, und der Frying Pan. Dann zum letzten, das ist der Spy. Da habe ich den normalen Revolver, das normale Messer und der Cloak & Dagger. Der Cloak & Dagger kann sich nicht dadurch regenerieren, dass man Munition aufhebt. Der regeneriert sich allerdings, während man stillsteht, auch wenn man gecloakt ist. Und der Cloak geht langsamer weg, wenn man sich langsamer bewegt. Und den Zapper. Einen Moment bitte. So, als zweites haben wir dann praktisch das gleiche, nur mit dem Deadringer, mit dem man seinen eigenen Tod vortäuschen kann. Das heißt, man lässt eine Leiche fallen, wenn man den nächsten Damage Input kriegt, wenn man das Ding in die Hand nimmt, und macht sich dabei unsichtbar. Vorteil
ist, man kommt aus vielen brenzligen Situationen raus. Was hier jetzt nämlich nicht steht, ist, wenn man unsichtbar ist, ist der Schaden, den man kriegt, um 90% reduziert. Das ist eine ganze Menge. Das ist eben der Vorteil, man kommt aus vielen brenzligen Situationen durch. Und wenn man es richtig anstellt, kann man zum Beispiel den Tod seines eigenen Medics vortäuschen oder sowas. Wenn man ne sich nämlich als eigenes Teammitglied verkleidet und das Ding einsetzt, lässt man auch die entsprechende Leiche fallen. Nachteil ist, das Ding ist sehr laut, wenn man sich wieder sichtbar macht. Und man kann es nur benutzen, wenn es voll ist. Das heißt, es regeneriert sich zwar ziemlich schnell, aber während es regeneriert, kann man nichts damit anfangen. Und wenn man, während man unsichtbar ist, von einem Pyro gejagt wird, dann hat man meist sehr, sehr schlechte Karten. Dann das dritte ist mehr oder weniger wie das erste, nur dass ich statt dem Messer das Bicycle benutze. Das Bicycle hat den Vorteil, dass es verhältnismäßig leise ist. Man hört praktisch nur das Geräusch von knackendem Eis und der Gegner, den man erstochen hat, bleibt als Eisstatue zurück. Es ist also verhältnismäßig leise, aber wenn man es sieht, ist es auffällig. Und der andere Vorteil ist, wenn man das Ding in die Hand nimmt, während man brennt, dann hört man auf zu brennen, man wird 2 Sekunden lang praktisch feuerfest und dafür muss das Ding aber, ich glaube, 15 Sekunden, ja, 15 Sekunden regenerieren, bis man es wieder benutzen kann. Ansonsten auch wieder mit dem Glockendagger und hier das gleiche. Ach Moment, hier stimmt was nicht. Jetzt stimmt es. Warum war das denn vorher anders? Irgendwas stimmt hier nicht. Egal. Dann benutze ich noch den Ambassador. Mit dem kann ich nicht so toll umgehen. Ich habe allerdings in letzter Zeit ein bisschen was geübt und es geht etwas besser. Was heißt, ich habe etwas geübt? Man sieht ja unten 81 Kills, 43 Headshots davon. Das ist jetzt nicht so viel. Aber wie man sieht, der kann Headshots machen. Und zwar, er macht weniger Schaden, er schießt langsamer, aber er macht Headshots, solange die Waffe stabil ist. Stabil bedeutet, die darf nicht anfangen zu streuen. Jede Waffe, egal welche, also jede Hitscan-Waffe, Hitscan sind Waffen wie Pistolen, Shotguns, alles was praktisch sofort da ist, ist beim ersten Schuss, den sie macht, perfekt genau. Auch so Sachen wie die SMG. Auch so Sachen wie die Shotgun. Ein Pellet wird immer genau in der Mitte sein. Auch die Minigun. Eine Kugel wird immer genau in die Mitte reingehen. Danach fangen sie an zu streuen. Wenn man allerdings eine Sekunde wartet, sind sie wieder genau. Und genau dann kann dieser Revolver Headshots machen. Ja, und das gleiche hier nochmal mit dem Deadringer. Ja, das war es soweit von meinen Loadouts. Hier hatte ich, glaube ich, auch wieder nicht zurückgeschaltet. Genau. Und ja, hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick gekriegt und das war's dann für jetzt. Ich mache gleich noch ein Video, wollte euch nämlich noch was zeigen, aber das war jetzt das hier und das mache ich jetzt erstmal fertig. Okay, bis zum nächsten Mal.